Premierminister Jospin sagte, falls es keinen Kompromiss gäbe, werde er eine Entscheidung auf dem Gipfeltreffen am 2. Mai verhindern. Als eine mögliche Lösung schloss Jospin nicht aus, die Amtszeit zu halbieren. Die terroristische Rote Armee-Fraktion hat offenbar ihre Auflösung beschlossen. Das geht aus einem Schreiben hervor, das heute einer Nachrichtenagentur übermittelt wurde. Der mit dem RAF-Symbol versehene Brief wird zurzeit untersucht. Anfang der 70er Jahre hatte die RAF ihren Kampf gegen den Staat und die Gesellschaftsordnung aufgenommen. Morde, Bombenanschläge und Banküberfälle gingen auf ihr Konto. Bei der Nachrichtenagentur Reuters in Köln ging der Brief ein. Mitarbeiter fanden das 8-seitige Schreiben im Briefkasten vor. Darin heißt es, vor fast 28 Jahren entstand in einer Befreiungsaktion die RAF. Heute beenden wir dieses Projekt. Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte. Auffällig ist, bei den Unterzeichnern fehlen einige Namen. Der Brief schließt mit dem bekannten Symbol, dem fünfzackigen Stern mit Maschinenpistole. In diesen Stunden überprüfen nun Experten des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des Bundeskriminalamtes, ob das Schreiben echt ist. So werde der Inhalt mit früheren RAF-Schriftstücken verglichen, hieß es. Mit einem Ergebnis rechnet man erst in den nächsten Tagen. Für den Generalbundesanwalt kommt der Brief nicht überraschend. Wir haben dieses Schreiben auch erst vor wenigen Stunden bekommen und es ist im Moment natürlich noch zu früh, etwas zu sagen, ob das Schreiben authentisch ist oder nicht. Vom Ergebnis her wird man sagen können, dass es nicht überraschend ist. Es ist ein überfälliger Schritt, der eigentlich durch Prozesserklärungen der Frau Hugefeld vor einigen Jahren schon eingeleitet worden ist. In den 70er Jahren hatte die RAF mit spektakulären Mordanschlägen den Staat terrorisiert. Zu den Opfern zählen unter anderem Generalbundesanwalt Buback und der damalige Arbeitgeberpräsident Schleyer. Mindestens 30 Menschen wurden in den Jahren getötet. Ihr Ziel, den Staat zu verändern und Häftlinge freizupressen, erreichte die RAF aber nicht. Die Nahost